Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 12. Rennwochenende der F1 Fantasy Liga hier aus Monza in Italien. Ja, zu, ich sag mal, der zweiten Hälfte der Saison. Wir befinden uns auch auf einem Abschlussrennen, kann man auch sagen, von den Europarennen. Weil hiernach geht es ja in die Türkei und die Türkei liegt ja so gesehen auf der türkischen Seite, zumindest die Rennstrecke. Von daher nehmen wir jetzt langsam Abschied von Europa und machen uns danach auf die Überseereise. Und ja, dafür sind wir eben halt jetzt hier in Italien, der Highspeed-Strecke. Und ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, wie das hier ausgeht. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es hier sehr, sehr knapp werden könnte. Ich bleibe weiterhin bei der Behauptung, dass es sehr knapp werden kann. Speziell. Ja, nee, Top 10. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es wirklich knapp wird. Allerdings natürlich müssen wir uns dafür mal schauen, wie es da so wird im Grunde. Und ich lasse einfach schon mal die Zeit ein bisschen runter ticken. Und ich darf es nicht vergessen, gleich umzustellen, dass die 15 Minuten anfangen. Also wir machen ja wie immer erstes Qualifying 15 Minuten, die besten 10 kommen weiter und in Q2 geht es ja eben halt um die Pole Position. Also jetzt am Anfang geht es noch gar nicht so viel eigentlich, wer jetzt der Schnellste ist, sondern einfach nur erstmal weiterkommen. So, und ja, jetzt geht es auf jeden Fall los. Die Ampeln sind grün und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer da auch als erstes rausfährt. Wir haben einen Sauber, so wie es aussieht. Geht auch mal hier ein bisschen in die Kamera, in dem wir vielleicht sogar schon mal einigen Fahrer vorbeifahren. Also Charles Leclerc ist der Erste, der auf die Strecke gegangen ist. Dahinter ist Leon Rossek. Den haben wir jetzt leider nicht gesehen, weil der quasi hinter der Kamera war. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt gar nicht gehört. Und ja, was können wir erwarten? Auf jeden Fall, denke ich, ein sehr, sehr knappes Qualifying, was auch speziell jetzt um die Top 10 geht. Weil Es wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp hier werden im Mittelfeld. Gehe ich davon aus, wir hatten nicht viele Rennen, wo ein Fahrer da mal ganz knapp wirklich die Top 10 verpasst hat und dann hat es ein anderer dadurch rausgeschafft, weil er ein bisschen später rausgefahren ist und zwischendurch sind auch schon mittlerweile einige Fahrer rausgegangen. Lewis Hamilton ist rausgegangen, John Eric Benn und das war, glaube ich, jetzt Tom de Brent, der jetzt rausgegangen ist. Genau so ist es auch. Ich sehe jetzt alles auf meinem kleinen Extra-Monitor gerade und ihr seht natürlich auch links in der Tabelle, wer jetzt eigentlich gerade wo ist. Oh, was heißt, wer wo ist? Ja, ob er in der Box ist oder auf der Strecke. Da haben wir jetzt den nächsten, einen Red Bull. Kimi Räikkönen ist übrigens wieder zurück. Ist das jetzt sogar eigentlich Kimi Räikkönen? Da geht jetzt auch André Hoffmann raus. Da haben wir auch einen Toro Rosso. Und Michael Schipp war das. Okay. Da haben wir René Rast, der rausgeht. Lin war derjenige, der von Toro Rosso ausgegangen ist. Ja, und Lin ist ja die letzten beiden Rennen immer auf, ja, sag ich mal, aufs Podium gefahren. Da haben wir einen Renault, Funabashi und jetzt haben wir eben halt auch den ersten, der jetzt raus unterwegs war, und zwar Charles Leclerc. Ich würde mal sagen, zu dem springen wir. Hat auch Glück hier, freie Bahn. Boxengasse ist sehr, sehr lang mit 80 km/h, auch sehr, sehr langsam. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das jetzt hier ausgehen wird. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir ein sehr, sehr knappes Qualifying haben werden. Sauber, ja, in den letzten Rennen nicht mehr so viele Punkte geholt. In den letzten Rennen hat man wieder, glaube ich, mit Felix Vitratten einen Punkt geholt. Dahin haben wir ja Leon Rostek, der ist auch, ja, Haas im letzten Rennen auch leider ohne Punkte geblieben. Da wird man wahrscheinlich hoffen, dass sich das jetzt wieder ein bisschen ändert. Und hier haben wir auch die zweite von 2 DS schon. Ja, die erste Runde sah auf jeden Fall sauber aus von Charles Leclerc. Schauen wir mal, wo er sich einsortieren wird. Leon Rostek ist ja danach der Nächste. Und Lewis Hamilton danach im Anschluss auf jeden Fall. Und was haben wir jetzt für eine Zeit? Eine 1.24.2 von Charles Leclerc, eine 1.24.3 von Leon Rostek. Also eine knappe Zehntel trennen die beiden da. Hier haben wir Lewis Hamilton. Ist der Nächste, wie gesagt. Mal schauen, was er jetzt fahren wird.
ja, war um 17 schneller, dann kam John Erik Wehren und der hat gleich mal nochmal ordentlich unterboten die Zeit. Der ist nämlich eine 1:22.3 gefahren, 1:22.4 von Lewis Hamilton. Und hier haben wir jetzt Tom de Brent, das ist nämlich der Nächste. Und wo sortiert der sich ein? Auf der 2, eine Zehnte hinter seinen Teamkollegen. Michael Chip ist der Nächste. Beide Haas-Piloten, also schon mal mit guten Zeiten mal schauen, was jetzt Red Bull fährt. Red Bull war in Belgien sehr, sehr gut unterwegs, speziell mit Callum Eilert. Und schauen wir mal, wo sich Michael Chip jetzt hier einsortiert. Es ist Platz 1 mit 1/10 Vorsprung. André Hoffmann ist der Nächste. Wird er vor dem Teamkollegen kommen? Nein, sortiert sich hinter seinem Teamkollegen ein. Alex Lin ist auf die 4 vorgefahren. René Rast ist auf die 6 vorgefahren. Nico Hülkenberg wäre der Nächste. Funabashi war noch der Nächste. Der ist jetzt erstmal auf die 1 gefahren. Hier haben wir Hülkenberg auf der 7. Jamie Chadwick kommt jetzt auch über die Linie. Ist auf Platz 7. David Beckmann ist auch über die Linie gekommen. Platz 6 für ihn. Tom Blomqvist wäre der Nächste. Also Jamie Chadwick gar nicht so schlecht unterwegs. Vor Nico Hülkenberg auch speziell. Schauen wir mal, wo die Reise für Tom Blomqvist hingeht. Da ist Max Verstappen, glaube ich. Tom Blomqvist geht auf die 9 und Max Verstappen geht vor auf die 2. René Patze wäre der Nächste auf der Runde. Schauen wir mal, was er fährt. Da hat sich, glaube ich, jetzt einer nochmal verbessert, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Hat sich zumindest einer nach vorne geschoben und René Patze geht vor auf die 6. Jetzt haben wir hier Drain Rose, der erste Gubi Todic unterwegs. Schau mal, wo es hingeht für Gubi Todic, die hier mit einer etwas älteren Aggregat fahren, genauso wie Toro Rosso. Und es geht vor auf Platz 13 nur für ihn. Robin Lindbeck, der Nächste. Nur Platz 13 für Drain Rose. Und wo sortiert sich der Robin Lindbeck? Nur auf der 10. Also das war keine gute Runde. Und der Nächste auf einer Runde wäre Felix Rosenqvist. Und danach wäre Sebastian Vettel. Das sind zumindest jetzt die Fahrer, die alle noch keine Zeiten haben. Ihr könnt links natürlich selbst sehen, wo gerade welcher Fahrer sich befindet, falls ich irgendjemanden übersehen sollte. So, was haben wir denn hier so für Zeiten von Felix Rosenqvist? Haben wir vernünftige Zeiten? Schnellste Runde erstmal wieder von Funabashi jetzt hier. So, was haben wir sonst noch? Jetzt ist er doch schon durch. Felix Rosenqvist geht auf die 11 vor. Na, bevor ich Sebastian Vettel haben, der ist jetzt auch über die Linie gekommen, ist vor auf die 13 nur. Und damit fehlt ihm da jetzt noch Tom Dillmann. Ist der jetzt? Ne, der ist, glaube ich, jetzt erst auf seine schnelle Runde gegangen. Genauso wie Kimi Räikkönen. Also, Tom Dillmann beginnt jetzt gerade seine schnelle Runde. Mercedes ist in den letzten Rennen nicht so gut unterwegs gewesen. Schau mal, was jetzt die Zeiten von Tom Dillmann sagen. Hat jetzt hier auch keinen Windschatten. Erster Sektor. Ja, ist noch nicht schnell. Robin Lindbeck hat der sich mittlerweile schon verbessert. Ne, der steht noch immer auf der 10.
Sind jetzt auch einige schon wieder in die Box gekommen. Zweiter Sektor jetzt von Tom Dimmer. Was haben wir da für eine Zeit? Erster Sektor 27,7, im zweiten 27,6. Damit ist er auf jeden Fall schneller als Platz 2, 3, 4, 5, 6. Also ist eigentlich schneller als jeder andere. Im ersten Sektor hat er ein bisschen verloren, im zweiten hat er wieder aufgeholt. Und jetzt geht die Runde zu Ende und es ist Platz 4 für Tom Dillmann, 1,22,2. So, und damit fehlt jetzt noch Kimi Räikkönen und natürlich noch Felix Petrat und Mick Schumacher. Wo geht die Reise hin für Kimi Räikkönen? Es ist Platz 2, 1,21,6. Also einer der wenigen, der jetzt hier, er konnte sich auch ordentlich absenden von Max Verstappen, nämlich Max Verstappen auf der 3. Und jetzt fehlen eben halt noch Felix Petrat und Mick Schumacher mit einer Zeit. Mal schauen, wann es bei denen soweit ist. So, und Max Verstappen ist sogar nochmal auf einer persönlichen... Max Verstappen, Entschuldigung, Kimi Räikkönen ist nochmal auf einer persönlichen Bestzeit. Sektor 1... Zweiten nicht ganz. Aber noch immer. Oh, Mick Schumacher ist jetzt mittlerweile draußen. Und damit würde also auch bis jetzt nur Felix Petrat fehlen. Und nur meine persönliche Bestzeit geworden, ja. Kimi Räikkönen verbessert sich nochmal eine 1,21,506. Ist quasi jetzt genau zwischen Max Verstappen und Ryu Funabashi von den Abständen her. Runde mit Mick Schumacher hier. Das haben wir an Zeit noch 3 Minuten 40 Sekunden jetzt auf der Uhr. Vom Felix Petrat fehlt noch immer jede Spur, der muss aber so langsam mal raus. Ja, und obwohl viele Fahrer DRS haben auf der Stadt und Zielgeraden, nutzen sie es nicht. Wahrscheinlich, weil die Geschwindigkeit auch schon zu hoch ist. Dass sich das nicht mal großartig lohnt. Das haben wir bei Mick Schumacher, erster Sektor. Teamkollege ist eine 27,7 gefahren. Mick Schumacher fährt eine 27,5. Das sind, bleibt mal 2 Zehntel schneller, ist auch schneller als Kimi Räikkönen. Also 2 gezeichnete Runden gehen wohl, dann lassen die Reifen nach. Was haben wir im zweiten Sektor jetzt vom Deutschen? 27,2, damit ist er an der Zeit von Funabashi dran. Ne? Nur ein paar Townstel fehlen ihn da. Wir können euch täglich links sehen, die ganzen Abstände. 1,2, 1,3, 1,3, 1,4, 1,4, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Also die Abstände sind hier sehr, sehr knapp. Und was haben wir jetzt bei Schumacher? Es geht vor auf die 2, eine 1,21,3. Da hat er im ersten Sektor und im dritten Sektor die meiste Zeit verloren. Felix Petrat noch immer nicht draußen. Und aktuell, also in den Top 10 mit dabei, sind Tom de Brent, René Patzel, John-Erik Wehren, Alex Lynn, Tom Dillmann, Michael Chip, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Mick Schumacher und Ryu Funabashi. Raus wirklich aktuell ist zum Beispiel auch Robin Lindberg, Sebastian Vettel nur auf der 16, Dwayne Rose zum Beispiel auch nur auf der 18. Ui, also da ist schon ein bisschen
Ja, tief durchatmen gerade. Überraschend, Jamie Chadwick auf der 20, Tom Blomqvist auf der 19. McLaren mal nicht hinten, muss man sagen. Und jetzt die Zeiten sind aktuell vom Mick Schumacher nicht wirklich schneller. Schon mal gerade Felix Petrat ist noch immer nicht draußen. Jetzt fährt er raus. Also wir haben, er hat jetzt noch 57 Sekunden. Ich würde mal sagen, es reicht ihm aus. Er schafft es nicht mehr über die Linie. Also vom Felix Petrat werden wir keine Zeit sehen. Er wird also von ganz hinten starten müssen. Und ich sehe aber persönliche Bestzeiten von Charles Leclerc, von Leon Rostek, eine gute eigentlich auch sogar von David Beckmann hier. Schauen wir, ob der sich sogar mal nach vorne schieben kann. Auch eigentlich einen guten Sektor einsetzt von Tom de Brent. Also hier geht es jetzt nochmal Schlag auf Schlag. Könnte vielleicht sogar nochmal richtig interessant werden, ob, wenn einige Leute auf jeden Fall ihre Runden noch beenden sollten. Ja, das wird mir auch gerade angezeigt. Angeblich absolute Besserheit von in Sektor 1 von Lewis Hamilton. Allerdings glaube ich das nicht, weil das eigentlich eine Zeit ist, die keine Bestzeit ist. Und jetzt kommt David Beckmann auf jeden Fall über die Linie. Darf die Runde auch noch zu Ende fahren und schiebt sich vor auf die 4. Gucken, Tom de Brent fährt dennoch seine Runde zu Ende oder kommt er in die Box? John-Erich Wendt wird wohl seine Runde noch zu Ende fahren. Nein, Tom de Brent fährt die Runde nicht zu Ende. Hinten haben wir auch, ja, das war Robin Lindbeck, der wird auch nicht mehr fahren. Also, das sieht wohl so aus. Na, da kommen jetzt nochmal einige über die Linie. Ich weiß nicht, ob der René Rast war das. So, und so wie es aussieht, haben wir damit jetzt Q1 geschafft. Und ja, in den Top 10. Von Platz 10 nach vorne. Also René Patzel ist durch. John-Erik Wehren scheint durch zu sein. Alex Lynn ist durch. Tom Dillmann ist durch. Michael Chip ist durch. Max Verstappen ist durch. David Beckmann ist durch. Kimi Räikkönen. Ich sehe gerade, okay, Funabashi fährt nochmal. Mick Schumacher ist auch nochmal wohl eine Runde gefahren, so wie es aussieht, weil der steht bei mir hier abgewunken drin. Genau, und das sind die Fahrer aktuell. So, und genau, was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, genau, wir können einmal hier auf die Platzierung schauen. Natürlich, jetzt der Abstand ist natürlich extrem, weil Funabashi quasi jetzt am Ende der Runde nochmal gefahren ist, aber am Ende der Session, wo mehr Grip, weniger Benzin drin ist und so weiter und so fort. Ansonsten hier Platz, ja, die haben zum Beispiel nur knapp eine Zehntel, hier auch fast ein bisschen mehr als eine Zehntel gefehlt für die Top 10. Und ja, ich würde mal sagen, fehlen es ja, zwei, drei Fahrer fehlen noch, die noch nicht in der Box sind, aber rein theoretisch sollte das ausreichen, damit wir jetzt gleich weitermachen können. Wenn auf jeden Fall Motoren laufen. Und da sind jetzt auch einige wohl in der Box endlich angekommen. Und ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Oh, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Also angeblich sind alle abgewunken, dann gehen wir einfach mal weiter in die nächste Session. So, ich muss auch mal eine Uhrzeit hier umändern. Zack. Muss natürlich noch das, die richtige Grafik einblenden. Und dann geht es auf jeden Fall jetzt gleich los. Die letzten 10 Minuten von Q2 stehen auf dem Programm. Und dann wissen wir auf jeden Fall, wer sich die Pole holt. So, jetzt ist auf jeden Fall die Boxengasse geöffnet. Jetzt sehen wir mal die Kamera ein bisschen andersrum. Können wir mal sehen, wer da jetzt rausfährt. Und ja, wir haben es gesehen. Funabashi noch immer in seiner eigenen Welt aktuell.
Mick Schumacher ist auch der Erste, der jetzt rausfährt. Da geht auch direkt ein Red Bull hinterher. Also Red Bull ist hier, muss ich sagen, sehr, sehr stark unterwegs. Funabashi geht auch früh raus. Also wir haben zuerst Mick Schumacher, dann Kimi Räikkönen und dann Ryu Funabashi. Und gefolgt von Max Verstappen, der wirklich ein gutes Q1 gefahren ist. Und jetzt als nächstes als... Ja, damit David Beckmann. Also beide Bugattis sehr, sehr früh draußen. Die wollen also die Chance nutzen der freien Strecke. Und... Ja, die ersten drei sind eben halt sehr, sehr dicht beisammen. Könnte vielleicht ein Windschattenduell werden oder vielleicht sogar noch ein richtiges Chaos in Runde 1, weil, wie gesagt, also bei Mick Schumacher habe ich hier eine Zeit von 1 Minute 1 gesehen, als er rausgegangen ist. Bei Kimi Räikkönen 1 Minute und 3, also von den Session-Zeiten, so wie es aussieht hier. Und ja, jetzt geht Michael Chip raus. Und da kommt schon der Erste jetzt. Ist schon unterwegs, das ist nämlich Mick Schumacher. Und dann gehen wir mal auf Mick Schumacher. Oh, Kimi Räikkönen ist sogar im Windschatten da hinten. Also der könnte vielleicht sogar jetzt richtig profitieren davon, der Kimi Räikkönen. Alle drei hier sehr, sehr dicht beisammen sogar. Ich würde mal sagen, Funabashi wird da keinen Vorteil draus ziehen können. Könnte vielleicht sogar ein kleiner Vorteil vielleicht sogar am Ende für Mick Schumacher sein, wenn er da auf Michael Chip noch aufläuft. Erster Sektor. Eine 27-3 nur von Mick Schumacher, eine 27-0 von Kimi Räikkönen und eine 27-0 von Ryu Funabashi. Das sind die ersten drei Fahrer, die hier auf einer Runde sind. Und Kimi Räikkönen holt da richtig gut auf, muss ich gerade sagen. Also, ich glaube, das könnte nochmal richtig interessant werden. Was haben wir jetzt? Eine 26-8 von Mick Schumacher, eine 26-4 von... Kimi Räikkönen, eine 26-6 von Ryu Funabashi. Also, der Finn in Ticken schneller. Hat natürlich jetzt hier auch den Windschatten. Schauen wir mal die letzten paar Kurven. Da hat sich wohl auch jemand weggedreht in der Kurve, dann der letzten. Und jetzt könnte Kimi Räikkönen natürlich hier richtig Speed mitnehmen. Fährt erstmal eine 19-0. Was fährt der Japaner hier hinten? Es ist eine 19-4, also Kimi Räikkönen konnte das Windschattenduell für sich ausnutzen. Mick Schumacher fährt bloß eine 20-2 zum Vergleich. Also, der Windschatten hat hier richtig viel gebracht auf dieser Strecke und das, muss man sagen, hat man bei Red Bull sehr, sehr gut gemacht. Kimi Räikkönen, nach seiner Verletzung kommt er hier zurück und holt er sich vielleicht sogar die Pole-Fragezeichen. Max Verstappen bloß eine 21-0, sind 2 Sekunden. Also man sieht hier, Windschatten bringt definitiv etwas auf dieser Strecke. Jetzt muss man natürlich bloß hoffen, dass man Funabashi nicht den Windschatten noch gibt. David Beckmann ist jetzt hier unterwegs. Was fährt der für eine Zeit? Ist ein Ticken schneller als sein Teamkollege. Sogar satte 4 Zehntel. Eine 20-6 auf jeden Fall. Michael Chip hat nicht den Windschattenvorteil. Wo geht die Reise hin für Michael Chip? Ist es Platz 3? Es ist sogar Platz 2! Nur eine Zehntel hinter seinem Teamkollegen. Und Funabashi hat er hier Windschatten? Nein. Wird sich vielleicht sogar noch verbessern, ein Stück? Nein. Witzen? Tut er nicht. Also, aktuell Platz 1 und 2 geht an Red Bull. Also damit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nach Q1 nicht gerechnet. Kimi Räikkönen natürlich, kann man sagen, hat den Windschatten gehabt, der ihm unglaublich geholfen hat. Aber Michael Chip zum Beispiel hat das nicht gehabt. Der hatte nicht diesen immensen Windschattenvorteil wie Kimi Räikkönen und ist trotzdem nur 1,5 Zehntel dahinter. Also Hut ab hier Michael Chip und... Er ist sogar schneller noch im zweiten Sektor gewesen als Kimi Räikkönen. Hat nur im letzten bisschen verloren. Da hat der Kimi Räikkönen sehr, sehr viel Windschatten gekriegt. So, vor ihm jetzt schon Erik Wehren. Schauen wir mal, was er jetzt so fährt. Erster Sektor ist wieder eine persönliche Bestzeit gefahren.
Ist jetzt auch in seinem letzten Sektor. Vielleicht bringt es ihn ja was. Zwei Runden gehen meistens mit dem Reifen noch. Die dritte wird nachher schon langsamer. Kommt er noch mal ein bisschen näher? Nein, kommt nicht näher. Ist eine 19.3 gefahren. Nee, nee, nee. Hat nicht gereicht. John-Erik wäre jetzt der Nächste. Wir haben noch knappe 4 Minuten. Also da müssen ja Lin, Patzel und Dilma so langsam mal rausgehen. Ansonsten wird das ziemlich knapp für die. Was haben wir jetzt von John-Erik? Wäre eine 27.2. Das ist eine vernünftige Zeit. Damit ist man schneller als Mick Schumacher. Für die Top 3 reicht es da jetzt nicht aus. Schauen wir mal, wie der zweite Sektor ist. Scheint, sieht mir nicht gerade sehr viel schneller aus. Michael Chip profitiert jetzt natürlich so ein bisschen davon. 27.1. Oh, das ist auch wieder ein bisschen langsamer. Michael Chip ist auf jeden Fall jetzt richtig dran. Er hat jetzt quasi diesen Windschattenvorteil, den vorher sein Teamkollege hatte. Tom Dillmann ist jetzt mittlerweile auch rausgegangen. 3 Minuten noch auf der Uhr. Und Michael Chip ist aber auch schnell. Das ist fast schon Kimi Räikkönen-mäßig gewesen. Und Michael Chip kommt einen Ticken ran. Ist eine 19.1 gefahren jetzt. Nur noch eine Zehnte dahinter. Und ja, für John Avent ist es Platz 5. Eine 1.20.5 ist er gefahren. Und jetzt ist Tom Dillmann unterwegs. Also Kimi Räikkönen, sollte er hier wirklich auf die Pole fahren, dann hat er es mal wieder angezeigt, warum er wirklich in den Rekordbüchern der WFL vorne steht. Weil er ist, wie gesagt, der meiste mit den Siegen, Pole Position und glaube ich sogar auch mit den meisten Punkten. Aber da möchte ich jetzt vorsichtig sein, ob das wirklich der Fall ist. Weil bei den Punkten weiß ich das nicht mehr. Bei den Podien ist er glaube ich auch Platz 1. Schnellste Runden ist er Platz 1. Also Kimi Räikkönen ist wirklich, was muss man sagen, erfolgreich hier in der WFL. Und jetzt kommt Tom Dillmann. Die Sonne neigt sich auch schon langsam hier über den Horizont hinweg. Und was haben wir? Sektor 1 vom Franzosen hier. Wenn wir gleich sehen, was hat er? Fährt er 27.3. Nee, das ist Richtung seines Teamkollegen. Da muss er jetzt im zweiten Sektor definitiv ein bisschen noch nachlegen, wenn er sich vor seinem Teamkollegen einsortieren will. René Patz ist jetzt mittlerweile draußen, aber ist, glaube ich, ja, nee, das ist alles zu spät. René Patz ist nämlich jetzt erst rausgegangen, vor 40 Sekunden oder so. Und damit werden also Zeiten von René Patz und Lin fehlen, aber auch von, nee, von den beiden Toro Rosso fehlen damit Zeiten. Ja, das ist zu spät. Zweiter Sektor von Lehmann ist eine 26.8. Ah, das ist Mick Schumacher, also Region Mick Schumacher, ein Ticken dahinter, würde ich sagen. Vielleicht, ja, das sind Tausendste, möchte ich fast sagen, die beiden trennen aktuell. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht für ihn. Es reicht, um seinen Teamkollegen nachher noch zu schlagen, um eine Zehntel, weil er im letzten Sektor auch wirklich fast nochmal die Zehntel schneller war. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja, war ungefähr. Und, ja, René Patzel ist, wie gesagt, unterwegs, geht jetzt auf seine schnelle Runde, sind aber auch nur noch 10 Sekunden und ich glaube fast, dass er das jetzt hier nicht nochmal beenden wird. Er wird wahrscheinlich in die Box fahren, aber schauen wir mal. Pit Requested, ja, er wird in die Box kommen. Schauen wir mal, für was es gereicht hätte für ihn. Er ist auf jeden Fall rausgefahren, das heißt, er wird wahrscheinlich auf Platz 9 starten. Sektor 1, 27.2 ist damit so gesehen schneller als die beiden Mercedes.
Und ja, jetzt verliert er natürlich hier im Mittelsektor. Also bei Toro Rosso zu spät. So geht es natürlich auch nicht. Damit wird man nur auf Platz 9 und 10 starten. Und ja, wir haben einen Pole-Setter, der den Namen Kimi Räikkönen trägt. Red Bull meldet sich mit 1 und 2 hier. Man muss dazu sagen, Red Bull hat allerdings auch Updates wiedergebracht zu dem Rennen. Also man hat sich sukzessive über die letzten Rennen immer weiter verbessert. Dominator der letzten 5 Rennen, könnte man fast sagen, auf der 3. Gefolgt von Tom Dillmann auf der 4. 5 der Mick Schumacher. Mercedes also ist wieder vorne mit dabei. Mal schauen, wie es im Rennen aussehen wird. John-Erik Wern hier auf der 6. 7. wird David Beckmann. 8. Max Verstappen und die beiden Toro Rossos sind hier auf den Plätzen 9 und 10. Hier könnt ihr nochmal die Zeiten sehen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns, glaube ich, morgen, würde ich sagen, einfach mal zu einem extrem interessanten Rennen wieder. Also ich freue mich auf dieses Rennen ungemein. Schauen wir mal, ob Red Bull diese Performance aus dem Qualifying auch im Rennen umsetzen kann, weil wenn das der Fall ist, dann können wir uns auf ein richtig tolles Rennen freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim Rennen. Und bis dahin, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.